Die hohen Energiepreise in Deutschland beunruhigen nicht nur die Verbraucher, sondern auch die Wirtschaft. Der Bundesverband der deutschen Industrie hatte deshalb heute Vertreter der Stromversorger zu einem Treffen in Berlin eingeladen. Auf Kritik stoßen vor allem die hohen Gebühren, die die Konzerne für die Durchleitung von Strom und Gas durch ihre Netze fordern. Schlecht für die Verbraucher. Preiserhöhungen zwischen 5% und 20% planen einige Konzerne bei Strom und Gas. Manche reden von Monopolen. Mehr Wettbewerb soll es 2005 geben mit einer Regulierungsbehörde. Die Bundesregierung hat ihre Einrichtung Ende Juli mit dem neuen Energiewirtschaftsrecht beschlossen. Es drängt sich geradezu der Verdacht auf, um das sehr, sehr höflich zu formulieren, dass einige Monopolisten, bevor die Regulation kommt, bevor Wettbewerb sichergestellt wird, durch das Energiewirtschaftsgesetz noch mal schnell beim Verbraucher abkassieren wollen. Harte Kritik, aber die Regierung folgt ihrerseits mit Energiewirtschaftsgesetz und Kontrollbehörde verspätet einer Vorgabe der EU. Auch heute erklärte der Kanzler, die Bundesregierung werde sich nicht in die Strompreisdebatte einschalten. Diese Diskussion wird eine sein, mit der sich die Kartellbehörden in Deutschland zu befassen haben. Und weil das der Fall ist, rate ich jedem in die Arbeit der Kartellbehörden, nicht durch öffentliche Diskussionen einzugreifen. Der BDI kritisierte erst die Energieerzeuger, übernahm dann aber deren Kritik an der Förderung alternativer Energien durch den Bund. Wenn schon der Emissionshandel eingeführt werde, dann müssen wir dringend in Frage stellen, ob es noch Sinn macht und zumutbar ist, dass es Ökosteuer gibt, dass es Kraft-Wärme-Kopplung gibt und dass es Energieeinspeisegesetz gibt. Alles zusätzliche Kostenfaktoren. Im Bundesratsausschuss wollen morgen 4 unionsgeführte Länder Änderungsanträge zum Energiewirtschaftsgesetz einbringen. Die Bundesregierung will die Entgelte im Nachhinein und sehr lax kontrollieren. Das fördert die Gefahr, dass die Netzmonopole zu hohe Entgelte verlangen können. Die Monopole dürften kleineren Mitbewerbern nicht die Preise diktieren.